Ich bin 1924 in Rastatt geboren. Mein Vater war Arzt. Er war Arzt in Baden-Baden und kämpfte im Ersten Krieg. Er hatte das Eiserne Kreuz. Und ich glaube, dass das Eiserne Kreuz, das er in seinem Anzug hatte, als wir ins KZ kamen, zusammen, war ausschlaggebend. Ich glaube, ich kann es nicht behaupten, aber ich glaube, er wurde sofort als Lagerarzt eingesetzt. Also gut. Das ist eine Sache. Und dann sind wir übergesiedelt nach Kehl. Im Jahr 26, da war ich 2 Jahre alt. Ich war in der Oberrealschule in Kehl bis Ende 37. 37 war meine Bar Mitzwa. Und Ende 37 in der Untertertia bin ich aus der Schule gegangen. Ich hatte mit meinen Kameraden, mit meinen Schulkameraden kein Problem bis zum letzten Tag. Meine erste Frau war ebenfalls Schülerin in dieser Oberrealschule, wurde aber rausgeekelt durch ihre Schulkameraden und Professoren, die auch meine waren. Also 1 Januar 1938 bin ich nach Frankreich nicht ausgewandert, sondern in eine Schule gegangen, um Französisch zu lernen und zu sehen, eventuell irgendwas in Frankreich zu finden für meine Eltern. Aber 37, 38 war schon ziemlich spät. Wir hatten Freunde, die im Jahre 37 oder 36 nach dem damaligen Palästina ausgewandert sind und uns dauernd Briefe geschickt haben. Wir sollten nachkommen. Mein Vater wollte nicht. Meine Mutter war bereit, ja zu gehen. Und gut, also das war 1900, Anfang 38. Ich war da gerade 14 Jahre alt. Und ich war sofort begeistert von der französischen Sprache. Und dann 38, dann kam 39, 38 kam die Konferenz in München. Traurigen Angedenkens. Und dann kam 9. November die Kristallnacht. Und da hat mein Vater war. Die sind gerade umgezogen von Kehl nach Mannheim. Da waren wir in Kehl abgemeldet, und also meine Eltern, und in Mannheim noch nicht angemeldet. Und so entging ja der ersten Verfolgung, Dachau und so weiter. Aber ich wusste, jetzt kann ich nicht mehr zurück. Ich war im Jahre 38 im Sommerferien in Deutschland. Man hat mir meinen Pass abgenommen, aber mir wieder zurückgegeben nach der München-Konferenz. Aber in der Zwischenzeit war ich schon in Paris, nicht mehr in der Provinz, in Montbéliard, in der Schule, sondern in einer jüdischen Schule in Paris, L'École de Travail. Und dann kamen die Ferien, und dann kam der 24. August, der Pakt zwischen Molotow und Ribbentrop. Und da wussten wir, dass das jetzt der Anfang war. Und dass ich nicht mehr zurück konnte nach Deutschland.
Wir waren in Ferien mit, von der Schule aus. Und dann hat man mich, dann hat man uns gefragt, ob wir freiwillig bei den Bauern arbeiten wollten, in der Normandie damals, das erste Mal, um die mobilisierten Männer zu ersetzen und Frauen zu helfen, die dann die allein waren. Ich habe natürlich sofort zugesagt, denn das war für mich die beste Lösung. Und da war ich dann bei zwei Frauen, die keine Kinder hatten. Und ich nehme an, sie haben mich sofort adoptiert, weil sie keine Kinder hatten, nur allein waren. Es war ein sehr kalter Winter und ich hatte nichts Richtiges anzuziehen für diese Jahreszeit. Und der 1939, der Winter war sehr, sehr kalt. Und dort habe ich dann gearbeitet bis kurz vor der Kapitulation der Franzosen. Und da habe ich einen anderen Arbeitsplatz gesucht, auch in der Normandie, und habe dort dann gearbeitet bis Oktober. Und im Oktober wurde die Schule wieder eröffnet und alle Schüler, die zurück wollten oder sollten, wir sind wieder zurück nach Paris. Ich hatte Schwierigkeit, Arbeit zu finden, weil ich keine Arbeitserlaubnis hatte. Dann sagte er mir, ich solle zurückgehen in der Normandie und das wäre die beste Lösung gewesen. Aber gut, der Direktor von der Schule hat anders reagiert. Dann habe ich also trotzdem habe ich dann Arbeit gefunden. Und dann war im Jahre 1941 wieder eine neue Kampagne, eine neue. Habe ich wieder bei Bauern gearbeitet. Diesmal war ich schon etwas besser gerüstet dafür. Und das war diesmal in der Beauce bei Chartres. Und in der Zwischenzeit, im Oktober 1940, wurden alle Juden aus Baden und der Pfalz nach Frankreich deportiert. Wie das damals war, ist Ihnen wahrscheinlich bekannt. Sie hatten alles verloren. Es waren nicht nur meine Eltern, es waren meine Großmütter. Die eine war 79 Jahre alt, in das berühmte Lager Gürs. Ich kannte den Gürs nicht. Und ich habe nachher gelesen, wie die Bedingungen dort waren. Das dauerte bis 1942, also zuerst in Gürs und dann in Riefsalt. In der Zwischenzeit, gut, also war Frankreich besetzt zur Hälfte, ne, von deutschen Truppen. Und kurz vor der Razzia in Paris am 16. Oktober 1942, die berühmte Geschichte von Veldive, Vélodrome d'Hiver, war ich nicht mehr in Paris, sondern bin mit einem Freund über die Grenze, die Demarkationslinie zwischen dem besetzten Frankreich und dem freien Frankreich, dem Pétain-Frankreich, und habe meine Eltern in Riefsalt besucht. Kaum war ich da,
wurde das Lager besperrt und ich konnte raus mit meinem Vater und habe mich sofort als Arbeiter gemeldet, wonach wir, mein Vater war da auch Arzt und ich war freiwilliger Arbeiter, wonach wir und meine Mutter von der französischen Regierung beschützt waren. Das war alles Druck und Betrug. Und wir wurden alle drei, inzwischen war auch waren die beiden Großmütter schon gestorben, die erste einen Monat nachdem sie nach Bürsk kam. Und die zweite ein Jahr später, 1941, um Weihnachten. Gott sei Dank. Denn sie haben wenigstens nicht Auschwitz erlebt. Und dann wurden wir transportiert nach Drancy, von wo aus die Transporte nach Auschwitz und anderen Lagern gingen. Und wir wurden alle drei, meine Mutter, mein Vater und ich, zusammen deportiert Richtung Auschwitz. Mein Vater und ich, wie alle Männer unter 50, wurden aus dem Zug rausgeholt und meine Mutter blieb drin im Wagen. Ich habe sie nie wieder gesehen, sie wurde sofort ermordet in Auschwitz. Mein Vater wurde da auch wieder eingesetzt, als Lagerarzt, wie gesagt, ich nehme an, wegen des Eisernen Kreuzes. Und wir wurden nach Polen deportiert der Zug hat gehalten und wo wir rausgeholt wurden, das war in Kosel. Das war nicht weit von Auschwitz. Das war eine erste Selektion für Leute, die arbeiten konnten und andere nicht. Und dann wurden wir in Polen eingesetzt, mein Vater als Lagerarzt und ich beinahe als Arbeiter. Wir arbeiteten bei der Reichsbahn, sehr schwere Arbeit und es war sehr kalt, der Winter war, wir hatten ja nichts anzuziehen und zu essen genauso wenig. Aber ich habe es überlebt. Nachher wurden wir, mein Vater und ich, getrennt. Ich habe immer gearbeitet, wir waren in ein anderes Lager, das war dann in Schlesien, bei der Gegend von Breslau. Und von diesem Lager aus wurden wir in ein, das war Langenbiel, das war Greditz. Und von dort wurden wir in ein ganz kleines Lager, als ein Außenkommando, 25 Männer. Mein Vater war in einem ganz anderen Lager, in Blechhammer, das war ein großes Lager, auch Arzt immer. Und in diesem Lager waren wir, das hieß, der Ortschaft hieß Gnadenfrei. Dann habe ich immer gesagt, lasst uns in Gnadenfrei. Erstens war Gnadenfrei gar keine Kontrolle, es waren alles alte, wie nennt man die alten Soldaten. Das hatte doppelten Sinn, lasst uns in Gnadenfrei, also in diesem Ort, oder lasst uns in Gnadenfrei. Gut. Ich war der Erste, der einen Flecktyphus bekam. Und
aus überlebt. Nachdem alle praktisch krank wurden, wurde das Lager aufgelöst und wir wurden zurückgebracht nach Greditz. Und der Arzt, der uns dort empfing, war mein Vater. Das war an meinem 20. Geburtstag. Er war praktisch Lagerkommandant als Lagerarzt, der speziell eingesetzt wurde, um den Flecktyphus zu bekämpfen. Nach einem Monat ist er an Flecktyphus gestorben. Dann hat der Krieg noch, das war 1944, im März, am 26. März, und ich wurde in ein anderes Lager gebracht. Und dann ging es langsam dem Ende zu, dann kam der 6. Juni 1944, das Landen der Amerikaner und Engländer und so weiter in der Normandie. Und da dachten wir, jetzt geht's zu Ende. Ja, es hat noch ein ganzes Jahr gedauert, bis die Befreiung kam. Wir wurden befreit von der russischen Armee, denn wir waren in der Gegend von Breslau, ne? Also in Schlesien. Und gut, ich wurde von der französischen Regierung nach Paris zurückgebracht. Mit den anderen. Und 1947 wurde ich Franzose. Von meiner Mutter natürlich nie mehr was gehört, gesehen. Mein Bruder war in England. Er wurde kurz vor Kriegsausbruch in 1939 im Juli, August mit 12 Jahren allein nach England geschickt, so mit fremden Menschen, die sehr gut ihn behandelt haben und sehr gut aufgenommen. Und er hat sich dann taufen lassen. Und das war natürlich für mich ein anderes Problem. Ich blieb in Frankreich, er war in England. Ich hatte zuerst die Absicht, auch nach England zu gehen, aber dann kam die Geschichte mit Exodus und wie die Engländer sich benommen haben, den Juden gegenüber in damaligen Palästina. Da sage ich, dass ich bin Franzose und ich bleibe Franzose. Und in der Zwischenzeit bekam ich Nachricht, dass meine Schulfreundin aus Kehl auch 3 Jahre KZ überlebt hatte. Ihr Vater starb in Theresienstadt und eines Tages, sie waren alle drei zusammen in Theresienstadt, meine spätere Frau, also meine Freundin damals, deutsch diplomierte Krankenschwester, arbeitete als solche in Theresienstadt. Eines Tages stand ihre Mutter auf der Liste für einen Transport nach Auschwitz. Das war im Oktober 1944. 3 Monate vor der Befreiung von Auschwitz durch die russische Armee. Meine Freundin war nicht auf der Liste, hat sich aber freiwillig gemeldet, um ihre Mutter zu begleiten. Zur selben Zeit fand in unserem Lager, in meinem Lager, wo ich war, eine letzte Selektion statt. Diese letzte Selektion, da war ich nicht dabei. Das ist mir bis heute noch ein absolutes Rätsel. Denn die Kontrollen bei den Appellen
Ja, den langen April. Stundenlang stand man da im Regen und im Schnee. Und ist alles genau stimmte, dass nicht einer fehlte. Und ich war nicht dabei. Und ich erinnere mich, ich war in irgendeinem Ort im Lager, als ob nichts um mich herum auf Tod und auf Leben und Tod ging. Und ich las ein Buch, was auch sehr streng bestraft wurde, und zwar die Schlacht von Verdun. Von Bütikofer oder. Ich habe mich nachher hier gefragt, ob das stimmt, dass der Name ist nicht Bütikofer, aber sowas Ähnliches. Ja, das stimmt, der hat ein Buch geschrieben über die Schlacht in Verdun. Und ich, kein Mensch hat sich um mich gekümmert. Es war als ob ich in einem Nebel war und kein Mensch mich gesucht hat. Und ich war, weiß nicht. Also jedenfalls, ich habe mich gerettet. Und das war zur selben Zeit, wie meine Freundin mit wahrscheinlich dem letzten Transport nach Auschwitz kam. Also ich kam nicht nach Auschwitz. Gut. Und wir haben uns also durch unsere Freunde, gemeinsamen Freunde, wiedergefunden. Sie war in der englischen Zone, ich war in Frankreich. Sie hatte eine Erlaubnis, ein Visum aus der englischen Zone raus in die Schweiz. Aber die Engländer haben sie nicht rausgelassen. Sie ging dann, er hat dann den Weg gefunden, aus der englischen Zone in die französische zu kommen und aus der französischen Zone in Deutschland, also in Baden, nach Straßburg zu kommen, wo ihr Schwager lebte, dessen Frau in der Schweiz an Krebs gestorben ist. Wir haben uns dann im Jahr 47, am 15. August, wiedergefunden. Wir hatten brieflich beschlossen, uns zu heiraten. Sie sagte, warten wir, bis wir uns gesehen haben, denn 8 Jahre sind vergangen. Wir sind nicht mehr dieselben Menschen. Mit allem, was wir erlebt haben, wer weiß. Also, ich ging dann nach Straßburg und da haben wir dann die Sache positiv gemacht und haben dann in Straßburg 1948 geheiratet. Wie ich arbeitete in Paris. Sie kam dann nach Paris. 1950 ist unsere Tochter, unsere einzige Tochter geboren. Und dann kam die Sache, die Familie, das heißt die Schwester von meiner Frau, die wollte unbedingt, dass wir nach Argentinien kommen. Das war für mich eine schwierige Sache, denn ich war 100% und bin es immer noch Franzose. Und ich hatte nicht die geringste Absicht, irgendwie Frankreich zu verlassen. Und außerdem wäre es eine zweite Expatriation geworden. Und also gut, wir kamen hierher, ich habe sofort Arbeit gefunden. Unser Kind war 1 Jahr alt. Und hier bin ich immer noch. Meine Frau ist mit 54 Jahren gestorben an einer anscheinend interhospitalar Krankenhausvirus. Meine Tochter studierte Medizin und wollte aber
wie sagen Sie, Forschungsarbeit. Und nach dem Tod ihrer Mutter hat sie gesagt, nein, ich werde Arzt, ich werde Ärztin, weil sie dazu sich gezwungen fühlte durch den Tod der Mutter. Und gut, sie hat geheiratet und sie hatte eine Tochter. Ihr Mann ist an Krebs gestorben, sie ist an Krebs gestorben. Und ich bin hier. Wie überlebt man sowas? Es gibt in meinem Fall verschiedene. Erstens mal muss man Glück haben. Ich habe einen Freund gehabt, der hat uns erzählt, er war auch im Lager, kam ins KZ und einer von der Wachmannschaft hat ihn gehört, wie er gesprochen hat und sagte, wo kommst du her? Von da und da, aus dem Schwarzwald. Ah, da komme ich auch her. Und dann sagt er, sag mal, kannst du Sauerkraut machen? Mhm. Sagt er, ja. Na komm mal mit. Da hat er 2 Jahre lang nur Sauerkraut gemacht. Also solche Sachen gab es. Also, ich meine, Zufall, Glück, aber auch irgendwie eine gewisse, heute sagt man Resilienz, ne? Und Anpassungsvermögen. Ich war 2-mal krank im Lager. Ich hatte erst den Bauchtyphus und hatte Glück, dass man mich nicht totgeschlagen hat. Und ein 2-mal mit einem Flecktyphus habe ich auch Glück gehabt. Glückssache. Ich habe gelebt, ohne das Mindeste, was ein Mensch zum Leben braucht. Die Kleidung war keine Kleidung. Man hat gearbeitet im Regen, waren alle nass. Man hatte einen Anzug, wenn man einen Anzug hatte oder so ein Ding, ein Hemd, das war alles patschnass. Das hat man am nächsten Tag wieder angezogen, ging raus in die Kälte. Das Essen war schaurig, aber gut. Ich habe mich angepasst. Und ich habe das nachher bis heute. War das meine Ansicht des Lebens. Man lebt mit dem, was man absolut zum Leben nötig hat. Alles Überflüssige ist Nebensache. Anders kann ich es nicht erklären, abgesehen davon, ich habe immer gedacht, es ist meine Mutter, die mich beschützt. Ich habe auch gedacht, dass meine Freundin mich beschützt. Sie hat im Lager mit einer anderen Freundin von mir gesprochen. Und also das war schon eine Geschichte, die vorbereitet war. Vorbereitet. Es war alles vorbereitet. Ja, man hat daran gedacht, denn man wusste gar nicht, kommt man da raus. Aber gut.